Wie kannst du in dieser schnelllebigen Zeit, in dem sich alles in einem unglaublichen Tempo verändert, noch überleben? Wie kannst du in einer Zeit, wo sich Beruf, menschliche Beziehung, Kommunikation in einem noch nie dagewesenes Tempo ruhig, gelassen und wachsam bleiben? Gesund und resilient leben. In diesem Video möchte ich dir dazu einige Einblicke aus der Embodiment-Perspektive geben, die vielleicht ein bisschen überraschend sind. Mein Name ist Katinka Sanchez, ich bin Kulturanthropologin und Embodiment-Trainerin und biete Ausbildungen im Bereich Körpersinn und Embodiment an. Vor kurzem habe ich ein Video von einem ziemlich berühmten Anbieter aus den USA gesehen, in dem er genau das vorstellt und erklärt. Wir leben in einer Zeit, in der in den letzten 100 Jahren so rasante Entwicklungen in unserer Zivilisation stattgefunden haben, in der Technik, in der Kommunikation, im Transport, in der Möglichkeit, wie man heutzutage arbeiten kann, dass wir eigentlich kaum noch mitkommen können. Und Institutionen, Schule, Beruf gar nicht mehr hinterherkommen, weil sich das dermaßen schnell gerade entwickelt. Insbesondere jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Man geht davon aus, dass in 10 Jahren, gerade jetzt mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, unsere Gesellschaft sich nochmal so rasant verändern und entwickeln kann, dass wir gar nicht hinterherkommen werden. Was machen wir damit? Der Anbieter eines bestimmten Online-Kurses aus USA, von dem ich jetzt diesen Einblick nochmal bekommen hatte, meinte, wir müssen ein Superbrain entwickeln. Eine Fähigkeit, noch schneller, noch rasanter, noch großartiger zu lernen und uns anzupassen. Meine Frage ist, ob, wenn du ein Superbrain hast, dein Körper noch hinterherkommt. Und ich würde es mal mit Nein beantworten. Denn wenn die Technik sich sehr schnell entwickelt und die Gesellschaft hinterherhinkt, es gibt eine Gesetzmäßigkeit und ein Prozess, das sich nicht so schnell verändert. Und das ist das der Natur, das deiner Gesetzmäßigkeit, deines Körpers, deiner Bewegung, deines Nervensystems. Natur und Evolution haben Millionen Jahre um ein sehr, sehr komplexes und recht perfektes System zu entwickeln, das unser menschliches Körper ist und eine natürliche Ökologie, in der wir lange, lange Zeit über Tausende, Millionen von Jahren sehr gut zurecht und uns hineingefunden haben. Und die Idee, dass jetzt ein schnelllebiges Entwickeln unserer Gesellschaft durch Superbrain entgegengekommen werden kann, halte ich für falsch. Ich glaube, dass es wichtiger denn je ist, aufgrund der Schnelllebigkeit und Schnelligkeit von all dem, was gerade um uns herum geschieht, eine verkörperte Haltung grundlegend wichtig ist. Warum? Weil unsere psychische und körperliche Gesundheit nicht hinterherkommen werden, auch nicht, wenn wir ein Superbrain haben. Berufe werden sich verändern, Gesellschaft wird sich verändern und der einzige wirkliche Weg, um uns dabei noch gesund und am Leben zu erhalten, ist, die Gesetzmäßigkeit deines Körpers zu kennen, zu verstehen und zu respektieren. Du brauchst bestimmte Stunden Schlaf, du brauchst Ernährung mit bestimmten Vitaminen und Proteinen und Kohlenhydrate. Du brauchst Beweglichkeit, Beweglichkeit deines Körpers, deiner Muskeln, deiner Skelett, deines Nervensystems. Und du brauchst Verbindung und Kommunikation zu anderen Menschen. Das ist etwas, was grundlegend wichtig ist für deine Gesundheit. Und jeder Mensch weiß das, wie er sich fühlt, wenn er nicht mehr genügend schläft, sich nicht mehr genügend bewegt und einsam ist.
von der Körpersehenperspektive aus und aus der Perspektive der Wechselwirkung zwischen Körper und Geist ist es unerlässlich, dass wir gerade in dieser Schnelllebigkeit nicht nur Mindfulness üben und ein bisschen entspannen und ansonsten ein super Brain haben, sondern lernen, sehr wach und sehr flexibel zu sein und unterscheiden zu lernen. Was brauche ich und was nicht? Zu welchen Eindrücken und Phänomenen und Prozessen da draußen sage ich ja und zu welchen nein? Dass ich lerne, differenziert zu handeln und wahrzunehmen, sodass nicht alles sein muss, was auf mich einströmt und einstürzt. Und ich wirklich entscheiden kann, immer wieder, mache ich da noch mit oder nicht? Ist dieser Beruf noch gesund für mich oder nicht? Diese Beziehung, mein Umgang mit sozialen Medien, der Rhythmus meines Alltags, sodass ich lerne zu fühlen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich mich nicht nur anpasse, sondern angemessen reagieren kann. Und wenn es sein muss, auch Nein sage und mich herausziehe aus bestimmten Prozessen, die nicht mehr gesund sind. In meinem Beruf, in meiner Kommunikation, in meinem Umfeld. Dass ich lerne zu verstehen und zu fühlen, was mein Körper wirklich braucht. Denn eines ist sicher. Wir werden uns in eine bestimmte Weise entwickeln und entfalten. Wir werden irgendwann mal alt werden. Und es ist sehr wünschenswert. Und das sage ich jetzt aus Erfahrung, weil ich gerade meine sehr alte Mutter, die jetzt 90 ist, begleite. Ein gutes Alter zu haben. Wir vergessen immer, dass man ab 60 sehr wahrscheinlich anfängt abzubauen. Und wenn wir ein Leben leben, wo wir meinen, uns anpassen zu müssen an etwas, was die Technik, die Medien, die künstliche Intelligenz produziert, wird unser Körper nicht hinterherkommen. Und wir haben die Möglichkeit als Menschen, kreativ, wach, präsent, resilient zu sein und zu entscheiden, so dass wir gesund älter werden. In Begleitung von anderen Menschen und nicht einsam, dass wir lange beweglich, stark, fröhlich bleiben, um nicht nur unseren Beruf zu bewältigen und zu meistern und zu verändern in seiner Form, sondern mit anderen Menschen zusammen unseren Weg zu gehen, zusammen alt zu werden, Gemeinschaften zu gründen, die für uns gesund sind. Die Schnelllebigkeit und die rasante Technik, die sich gerade entwickelt, erfordert von uns mehr Körperlichkeit und nicht mehr Superbrain. Es erfordert von uns, dass wir uns daran erinnern, dass wir Naturwesen sind, dass wir Teil dieses Planeten sind, dass unser Handeln eine Auswirkung hat auf andere Menschen und auf die Erde. Und dadurch auf unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder. Embodiment ist ein grundlegendes Element, damit diese Gesellschaft in ihrer Schnelllebigkeit noch gesund und resilient bleibt. Und das ist, was wir dir in unseren Prozessen anbieten wollen. Falls dich diese Fragen interessiert oder noch weitere Gedanken hast, die vielleicht mit hinzugenommen werden wollen, falls du vielleicht auch deinen Beruf verkörperter, naturverbundener gestalten möchtest, komm zu unseren Embodiment-Abende, die wir jetzt gerade frei anbieten, oder schau dir unsere Seite an. Eine neue Ausbildung beginnt im Oktober und wir freuen uns, wenn du mit uns einen Weg der Resilienz und der Entspannung und Aufmerksamkeit gehen kannst. Mit anderen Menschen, mit diesem Planeten, ohne Superbrain. Wir freuen uns auf dich.